Das ist quasi ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein riesiger Sprung für die dänische Raumfahrtindustrie. Obwohl Industrie, es sind Amateur-Raumfahrttechniker. Anfang August gelang es ihnen, ihre selbstgebaute Rakete in eine Höhe von 6,5 Kilometern zu befördern. Ein voller Erfolg. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Materialien sie für den Bau der Rakete verwendet haben. Das glaubt wirklich niemand. Und auch ihr Ziel ist verrückt, der erste bemannte Amateurraumflug. Kriegs- und Science-Fiction, herzlich willkommen. 4000 Meter, 5000 Meter, 6000 Meter und mehr, dann geht der Fallschirm auf und die selbstgebaute Nexo-2-Rakete kehrt kontrolliert zur Erde zurück. Die dänischen Raumfahrtamateure können ihr Glück kaum fassen. Mehr als 6 Kilometer hoch hat es die Rakete des Hobby-Tüftlervereins Copenhagen Suborbitals also in die Luft geschafft, auch wenn das nur ein kleiner Zwischenschritt zur Verwirklichung ihrer großen Vision ist. Denn zukünftig wollen sie einen Menschen ins All schicken, als erste Amateure weltweit. Schon jetzt sind sie die ersten Amateure überhaupt weltweit, die erfolgreich Raketen bauen. Dazu einer der verantwortlichen Techniker, Jürgen Skyt. Es lief fantastisch, nichts ging schief. Eigentlich erwarten wir, dass etwas schief geht, wenn wir einen Start haben, aber diesmal klappte alles vollständig perfekt. Und der Vereinssprecher ergänzt, dass es bei diesem Testflug gar nicht mal so sehr um die Höhe ging. Vielmehr habe man Wert darauf gelegt, dass der Antrieb mindestens 40 Sekunden lang durchhalte, die Rakete gerade fliege und die Rakete auch wieder in der Ostsee lande. Und den theoretischen Berechnungen der Amateure hätte die Rakete Nexo 2 sogar bis zu 15 Kilometer hoch fliegen können. Der Start gelang von einer schwimmenden Plattform auf der Ostsee namens Sputnik. Eine Genehmigung für den Start vom Land aus wäre wohl kaum vorstellbar gewesen. Der Start der 178 Kilogramm schweren Rakete war übrigens um eine Woche verlegt worden, denn wegen der schlimmen Waldbrände in Schweden konnten die Behörden nicht für die Sicherheit des Luftraums garantieren. Nach dem Öffnen des Fallschirms fiel die Rakete kontrolliert ins Meer zurück und war so sicher in der Nähe der dänischen Ostseeinsel Bornholm gelandet. Die Raumfahrtamateure, wie sie sich selbst nennen, benutzen für den Bau ihrer Rakete übrigens durchaus kurioses Material, nämlich das, was man auch für herkömmliche Drucker und Kaffeemaschinen verwendet. Dazu Vereinssprecher Mats Wilson. Wir zeigen, dass man mit herkömmlichem Material unglaublich weit kommen kann. Denn der Bau von Raketen sei nicht nur etwas für Staaten, die über Millionen Budgets verfügen. Schon seit Jahren arbeiten sie auf ihr Langfristziel hin und zwar mit bis zu 60 Freiwilligen. Schon seit 2011 basteln sie an Raketen und Raumkapseln und haben bereits 5 Stück fertiggestellt und ebenfalls von einem Schiff in der Ostsee abgeschossen. Nexo 1 hatten sie vor 2 Jahren, also 2016, gestartet, doch das weit weniger erfolgreich. Sie kamen nur 1500 Meter hoch, dann ging ihr der Treibstoff aus. Die Idee geht übrigens auf Peter Madsen zurück. Er wurde ja wegen des Mordes an Kim Wall auf seinem U-Boot zu lebenslanger Haft verurteilt. 2008 hatte er das Projekt gegründet. 2014 kam es zum Streit mit den anderen Mitgliedern und er verließ den Verein. Auch wenn es jetzt einen großen Erfolg gab, wenn man mal ehrlich ist, wird die Vision der dänischen Tüftler wahrscheinlich noch etwas länger reines Wunschdenken bleiben, denn die Grenze zwischen Erdatmosphäre und Weltraum, die liegt in 100 Kilometern Höhe. Dennoch zeigt ihr Testflug allemal, dass Hobby-Tüftler mit kleinen Mitteln Großartiges auf die Beine stellen können. Und ihr könnt den Raketenbauern direkt hier auf YouTube folgen. Einfach hier draufklicken und den Kanal der Copenhagen Suborbitals abonnieren. Und wenn ihr kein Video zum Thema Astronomie und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und werdet sogar vorab über neue Videos von mir informiert. Einfach hier draufklicken und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Zeitenwende im All, neue Falcon 9 Version. Also, bis dann. Bleibt dran.